Übernehme ich jetzt mal. Und ja, als die Anfrage kam, war es noch letztes Jahr. Ja. Und ich habe spontan gesagt, ja, super Thema, finde ich klasse, machen wir. Und wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass es gar nicht so wahnsinnig viel gab zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten seit März plötzlich eine Pandemie in Mitteleuropa, wir hatten dann einen Lockdown. Aber bis man die ersten Daten und Erfahrungen hat und wirklich so ein bisschen greifen kann, wo das Ganze hingeht, das dauert natürlich ein klein bisschen. Mittlerweile ist aber viel Zeit vergangen. Es gibt tatsächlich einen Haufen an Erfahrungen und ich würde sie gerne mal mitnehmen und im Grunde den Beitrag zweigliedern, in der Art, dass ich Ihnen zunächst am Anfang erstmal eine Brille aufsetzen möchte, die Brille des Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, des Kinderpsychiaters, diese Blickwinkel zu sagen, wenn wir über Gesundheit versus, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Krankheit sprechen, wo ist da eigentlich die Grenze? Was ist das denn dann eigentlich und wo fängt denn Krankheit an? Wobei ich die Anführungsstriche deswegen schon gezeigt habe, weil wir in der Bereich Kinderpsychiatrie und auch Psychotherapie ungern von Krankheit sprechen, sondern wir sprechen eigentlich eher von dem Begriff des Störungsbildes. Und natürlich kann ein Störungsbild Krankheitswert bekommen, aber wir reden grundsätzlich nicht erstmal primär von der Definition klassisch von Krankheit. So dass ich Sie am Anfang jetzt erstmal mitnehmen möchte in diese Brille, Kinderpsychiatrie. Was sehen wir? Wie gehen wir da eigentlich mit um? Was wissen wir denn eigentlich über die Verläufe? Als ich die Folien zusammengebastelt habe, ist mir aber auch gleichzeitig klar geworden, dass der Einstieg deswegen ganz interessant ist, weil vieles von dem, was wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren gelernt haben über Verläufe, durchaus jetzt auch im Bereich von Pandemie anwendbar ist. Und wir fühlen uns in vielen Dingen auch bestätigt in dem, was eigentlich zu erwarten war. Gleichzeitig ist das immer so eine Geschichte mit dem, was erwarten wir und aus der Hüfte heraus, weil ne, das ist so ein bisschen mit den Lebenserfahrungen. Je älter man wird, desto mehr stimmen die irgendwann auch, aber eben nicht zu 100%. Und die Frage war natürlich, ist das, was wir da erwarten, überprüfbar? Nicht? Ich erinnere mich noch, dass so ganz am Anfang alle gesagt haben, ja, um Gottes Willen, natürlich muss die Pandemie zu mehr psychiatrischen Erkrankungen führen. Dann waren die Eppendorfer um Herrn Schulte-Markwut, die gesagt haben, komisch, wir sehen die gar nicht. Das war so im späten Sommer letzten Jahres. Musste ich bestätigen, habe ich gedacht, sehe ich hier auch nicht. Mittlerweile sehen wir die in der Praxis, auch hier bei uns. Und auch Herr Schulte-Markwut in UKE sagt, sehen wir auch da und wir haben jetzt mittlerweile Daten und wissen, dass es tatsächlich mehr Auffälligkeiten gibt. Ja, das mal so vielleicht als Einleitung. Wenn man sich die Ausgangslage anschaut vor der Pandemie, hatten wir ziemlich gute Daten. Die ganz großen waren natürlich der Kik-Survey. Wir haben die Shell-Studien, die Herr Hohlmann auch über Jahre schon mit begleitet hat. Und wir haben da gesehen, dass eigentlich der Großteil der Kinder und Jugendlichen sich ganz gut entwickelt. Also über den Daumen gepeilt kann man sagen, 80% kommen mit ihrem Leben klar, kommen mit der Schulausbildung klar, kommen mit ihrer Entwicklung klar. Und diese restlichen 20%, das sind die, die sich schwer tun. Schwer tun heißt aber nicht automatisch, dass die gleich alle behandlungsbedürftig sind. Das sind aber die, die eine geringere Lebensqualität haben, die belastet sind, die Nachteile haben im Leben. Von der Häufigkeit übrigens tut sich das nicht sehr viel mit den Erkrankungshäufigkeiten im Erwachsenenalter. Und wenn wir uns jetzt diese Störungen angucken, also diese 20% und sagen, na, was ist denn eigentlich mit denen? Dann müssen wir sagen, dass eben grundsätzlich das Symptom eigentlich erstmal nicht das Problem macht. Also wenn ich mir jetzt Kinder anschaue, die sind auf 20 Lebensjahre mehr oder weniger regelhaft alle irgendmal in irgendeiner Störung drin. Die einen haben noch eine Ängstlichkeit, die zweiten sind mal depressiv, die dritten entwickeln eine Tic-Symptomatik. Vieles von dem geht aber von selbst wieder weg, so wie es gekommen ist. Ja, viele Kinder haben mal einen Tick, den haben die mal für ein paar Wochen und dann verschwindet der wieder und kommt auch nie wieder. Das heißt, die Symptomatik alleine ist für uns gar nicht so entscheidend. Die ist entscheidend bei bestimmten Erkrankungen und Störungsbildern, um den Verlauf voraussagen zu können und Prognosen machen zu können. Das eine ist eben gut behandelbar, das andere weniger. Das andere ist hochfixiert, bleibt also bestehen bis ins Erwachsenenalter, das andere verschwindet wieder. Sondern das, was uns in erster Linie interessiert, ist der Ausprägungsgrad, der Schweregrad, nicht? Also die Quantität eines Symptoms. Ja? Wenn ich ein bisschen depressiv bin, muss ich gleich behandelt werden.
komme ich vielleicht auch so mit klar. Wenn ich sehr schwer depressiv bin, habe ich ein Störungsbild mit einer hohen Suizidalität, also einer Gefährdungsrate, dass ich mir selber etwas antue. Und das sollte ich eben auch dann mir genauer angucken und gegebenenfalls auch behandeln. Also wenn wir uns diese Störungsbilder anschauen, machen wir jetzt gleich, müssen wir uns gleichzeitig auch fragen, wie stabil sind die denn eigentlich? Und dazu haben wir ganz gute Daten, habe ich gleich noch eine Folie zu, dass die allermeisten Kinder Symptome über ihre Lebenszeit wechseln und dass die sehr, sehr stark, naja, switchen, sagen wir. Heißt, ein Kind, was heute wegen meiner in Ambulanz hier bei uns vorgestellt mit einer depressiven Symptomatik, hat vielleicht morgen eine Zwangsstörung und kommt übermorgen wieder und hat irgendwie wieder was anderes. Das heißt, das, was wir sehen, ist nicht unbedingt fixiert, aber eben sehr unterschiedlich im Bereich zu den Störungsbildern. Gucken wir uns das mal so an. Schauen wir mal die Kinder an. Da sehen wir vielleicht auch, weil wir dieses Wechselhafte sehen, mitunter hoch unspezifische Symptome. Das Kind kommt auch nicht um die Ecke und sagt, Huhu, ich bin depressiv, sondern das Kind sagt, ich habe Bauchschmerzen. Und dann wird das Kind vielleicht krankgeschrieben und bleibt mal ein paar Tage zu Hause und dann hat es vielleicht noch mehr Bauchschmerzen. Und dann sagt der Kinderarzt, okay, die Bauchschmerzen waren auch realistisch, haben wir nachgewiesen, war ein bakterieller Infekt, der ist jetzt aber weg. Dann bleiben aber vielleicht die Bauchschmerzen noch. Und Sie merken, dass Soma und Psyche, also Körper und Geist, sehr eng miteinander verwoben sind. Und so sehen wir, je nach Entwicklungsalter des Kindes, dass tatsächlich auch im Verlauf sehr, sehr bunt. Das heißt, bei aller genetischer Veranlagung habe ich viele gelernte Erfahrungen. Wenn ich also eine Mandelentzündung habe und gleichzeitig Angst habe vor der Mathelehrerin und ich bleibe zu Hause, weil ich krankgeschrieben bin, wird vielleicht die Angst vor der Mathelehrerin größer. Ich reagiere womöglich als Kind tatsächlich mit Bauchschmerzen. Das Gehirn lernt aber trotzdem sehr schnell, weil wenn ich krankgeschrieben bin, habe ich die Entlastung und schon stecke ich in so einem System drin, wo ich über Lernerfahrungen, vielleicht auch Vermeidungsverhalten lerne. Und dann das Symptom, was vielleicht zufällig da war, plötzlich eine andere Bedeutung, eine andere Funktion bekommt. Sodass wir eigentlich immer beide Seiten brauchen im Verständnis, die somatische, die pädiatrische, die internistische, zu sagen, Mensch, was liegt denn da eigentlich vor? Und dann die psychologische, psychiatrische, zu sagen, naja, wie ist das denn überlagert und was macht denn jetzt eigentlich was? Und was ist eher psychosomatisch und was ist tatsächlich eher somatisch? Und wir haben natürlich einen Haufen an Symptomen, die wir überhaupt gar nicht verschlüsseln können. Also nehmen wir die Kinder, die schulmeidendes Verhalten zeigen. Keine so kleine Zahl, keine vernünftigen Daten darüber. Die meisten sind krankgeschrieben, nicht? Also die Blaumacher, die würden wir ja noch erfassen, weil die stehen in den Klassenbüchern. Aber das ist ja nur ein Bruchteil derjenigen, die nicht in die Schule gehen, obwohl sie es eigentlich könnten. Und wenn die dann in einer Ambulanz oder in einer Praxis landen, dann sind wir in einer Situation, wo wir das gar nicht verschlüsseln können, weil Schulmeidung gibt es in der ICD-10 nicht. Ja, sondern wir müssen gucken, was liegt denen zugrunde. Ist es eine Angststörung, eine depressive Störung oder was auch immer? Wenn wir uns mal das am Beispiel der Angststörung ein bisschen genauer angucken, hier mal eine Folie von Herrn Nissen, der das mal sehr schön aufgezählt hat, wie unterschiedlich die Symptomatik je nach Lebensalter des Kindes ist. Er fängt ein bisschen später mit den kleinen Kindern, er hat die ganz, ganz kleinen vergessen, aber, na, was heißt vergessen nicht wahrscheinlich, sondern nochmal unterschlagen. Wenn wir uns physiologische Ängste anschauen, dann entwickeln die sich nach dem Lebensalter. Heißt, wenn ich ein Säugling bin und liege in meinem Bett, dann schockt es mich nicht, wenn die Tür zugemacht wird, wenn das Licht ausgemacht wird, weil als Säugling tangiert mich das nicht. Ist normal. Bin ich ja vielleicht auch noch gewohnt von Zeiten vor der Geburt. Was ich aber auf den Tod nicht auskann, sind laute Geräusche. Ne? Also wenn die Tür zugeschlagen wird, dann fange ich an zu brüllen, weil ich kriege Angst und erschrecke mich. So, wenn wir über eine Pandemie reden, wo Angst physiologisch ist, lässt mich das als Säugling ziemlich kalt. Ja? Ehrlich gesagt, als Kleinkind auch noch, weil da habe ich eher so diese Geschichte mit Trennung von der Mama und einschlafen können und sowas. Und wenn ich dann ein bisschen älter werde, so Richtung Kindergartenalter, dann komme ich in die Ecke, dass ich denke, könnte ja vielleicht doch was in meinem Schrank sein und ist da ein Monster oder ist da was unter meinem Bett? Und so entwickeln sich die Ängste über das Leben weiter und erst in dieser elaborierten Phase, wie wir das nennen, wenn wir im jugendlichen Alter ankommen, also jenseits des 13. und 14. Lebensjahr, wenn man Piaget glauben darf. Da haben wir dann eine Entwicklung im Bereich der Ängste zum Beispiel, wo wir durchaus reale Ängste auch haben, die sich auf den Alltag übertragen, wie Zukunftsängste, Leistungsängste, was wird aus meinem Leben, was muss ich machen, wer erwartet eigentlich was von mir.
Und, und. Und da kommen dann übrigens auch Panikstörungen dazu und auch zum Beispiel sowas wie andere Erkrankungen wie Psychosen, Schizophrenien, die wir bei Schulkindern und Kleinkindern schlichtweg überhaupt nicht sehen, was daran liegt, dass die biologische Reife des Gehirns diese Erkrankung überhaupt gar nicht zulassen würde. So, das heißt jetzt im Umkehrschluss, die Reaktion von Kindern auch auf eine Pandemie ist sehr abhängig von deren Entwicklungsalter. Und je kleiner die Kinder sind, desto entspannter sind die eigentlich. Ich nehme mal voraus, vorausgesetzt, wir Hauptbezugspersonen sind das. Also wenn ich als Vater oder als Mutter eine Angststörung entwickle und das Haus nicht mehr verlasse, ist im Moment gar nicht so fürchterlich selten, haben viele Erwachsene. Und ich habe ein Kind, das das beobachtet. Dann lernt dieses Kind natürlich. Natürlich wird dieses Kind als Vorbildfunktion, Hauptbezugsperson, Papa, Mama, dieses Verhalten irgendwo verinnerlichen und dann das Haus womöglich auch nicht mehr verlassen und vielleicht entwickelt es auch tatsächlich eine echte Angststörung. Das heißt, die Bindung und die Rolle von Beziehungen, in der ich mich befinde, ist umso wichtiger, je jünger ich bin. Leuchtet Ihnen, sind ja überwiegend Pädagogen hier auch ein, ne, dass ab der Pubertätsentwicklung mit Loslösung natürlich die Peer Group dann die größere Rolle spielt. So. Noch ein bisschen genauer gucken wir uns die Angststörung nochmal an. Wenn wir das hier psychopathologisch tun, dann versuchen wir so ein bisschen zu unterscheiden, welche Schublade ist das denn eigentlich? Ist es tatsächlich eher die physiologische Angst? Also ich habe viele Kinder hier in der Ambulanz in den letzten Monaten gehabt, eigentlich fast alle Altersgruppen von 6 bis 18, die Angst vor Viren haben. Und wenn man die Nachrichten anguckt und alle mit Mund- und Nasenschutz rumlaufen, dann finde ich das durchaus physiologisch. Ja, die Frage ist, in welcher Ausgrenzung ist das? Und wenn ich dann höre, ich habe seit 5 Wochen das Haus und das Zimmer nicht mehr verlassen, dann mag das eine Quarantäne als Ursache haben, muss aber nicht. Und wenn man dann raus feststellt, dass es eher das Zimmer ist, was nicht mehr verlassen wird, weil an der Türklinke draußen ja schon die Viren hängen, dann merken Sie schon, jetzt kommt die Dosisgeschichte dazu. Ja? So. Wir haben natürlich noch die klassischen Phobien. Das wäre sozusagen dann die Stärkung einer in der Regel auch gelernten Angst in der Regel gegenüber etwas Spezifischem oder einer sozialen Situation. Und dann haben wir ganz unspezifische Ängste. Da muss man dann ein bisschen genauer gucken, wo kommen die eigentlich her und was verbirgt sich dahinter. Da können sich auch andere Störungen oder Erkrankungen dahinter verbergen. Von der Ursachenentstehung. Bisschen schematisch, deswegen mache ich das schnell, das ist sonst langweilig für Sie. Wir haben die genetische Disposition, da haben wir die Zwillingsstudien, wir haben die psychischen Faktoren, Temperament ist natürlich schon auch ein bisschen genetisch mitterminiert, muss man sagen. Wir haben die emotionalen Merkmale und das finde ich insoweit ganz interessant, als dass es Untersuchungen gibt, dass sozusagen die emotionale Dosis, das Temperament, was wir vererbt bekommen, angeblich relativ gleich sein soll. Was aber sehr unterschiedlich ist, ist der Grad der Hemmung. Das finde ich vom Ansatz her mal nicht ganz uninteressant. Und wir haben eben, was die Emotionsregulation angeht, schon auch viele Lernerfahrungen über das Leben. Und dann spielt eben Temperament und angeborene Veranlagung mit dem, was ich lerne und wie ich umgehe, selber eine große Rolle. Und wir wissen auch, dass die Kognition durchaus auch eine Rolle spielt. Mal ganz grob, je intelligenter ich bin, desto besser komme ich eigentlich mit sowas klar, auch wenn wir aus den Daten wissen, dass hohe Intelligenz kein Garant für Glück ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich eine unangemessene Reaktion zeige, also mal das Beispiel, ich gehe nicht mehr aus dem Zimmer, weil draußen ja die ganzen Viren sind. Das heißt, ich esse nicht mehr mit der Familie die Mahlzeiten. Ich habe große Probleme, auf die eigene Toilette zu gehen, weil da muss ich über den Flur laufen. Punkt, Punkt, Punkt. Dann kann ich natürlich im Grunde über die Kognition das Thema auch wieder angehen und sagen: Mensch, überlege mal ernsthaft und. Und dann kläre ich auf und sage: Pass mal auf, ein Virus macht noch lange keine Infektion. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass bei euch welche sind? Und wenn Mama und Papa die Hygieneregeln einhalten und stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach alles anfassen bei euch im Haus. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Das Kind sagt mir dann natürlich ja garantiert und ich werde krank. Und dann kann man das Kind auch aufklären und sagen, nee, das ist extrem unwahrscheinlich und das kann man dir auch belegen. Und selbst wenn du ein Virus abkriegst, der eine macht dich noch nicht krank und das braucht immer eine gewisse Menge an Viren. Also man kann durchaus über Aufklärung und Coaching dann da was erreichen, aber es hängt eben davon ab, wie das Kognitionsniveau vom Kind oder vom Jugendlichen ist. So, naja, und dann haben wir die sozialen Faktoren, da haben wir gerade schon ein bisschen mit reingeguckt. Wir haben die elterliche Persönlichkeit und die Bindungsfähigkeit zum Kind. Auch hier ist es so, dass wir nicht außer Acht lassen dürfen, was wir da lernen. Ich habe Ihnen ein kleines Filmchen da mal mitgebracht. Ich hoffe, das lässt sich jetzt abspielen. Sie erinnern sich, oder viele von Ihnen haben das vielleicht schon gesehen, deswegen machen wir es ganz kurz. Das ist dieses Still-Face-Experiment vom
von der amerikanischen Uni, von diesem Herrn Edward. Was haben die gemacht? Ganz kurz, nehmen ein ganz kleines Kind und eine Mutter und lassen die von der Interaktion miteinander etwas machen. Und dann wird die Mutter gebeten, aus der Interaktion herauszugehen und eben nichts zu machen. Und man sieht dann eben sehr schön, wie das Kind reagiert, und das Ding ist im Grunde live mitgeschnitten. Also diese 120 Sekunden, wie das Ganze läuft, ich würde es gerne denen, die es noch nicht kennen, das kurz zeigen. Das Ding kommt direkt aus YouTube, können Sie sich da auch angucken. Also Still-Face-Experiment einfach mal eingeben, dann finden Sie das. Es zeigt einfach sehr, sehr schön, wie hochsensibel die Kinder, gerade die kleinen Kinder, auf das Verhalten von uns Erwachsenen sind. Na gut, also ich lasse laufen und erzähle, es ist auch egal. Also wir haben hier, rechts ist die Mutter, links das kleine Kind, und die sind in der Interaktion. Und man sieht jetzt eigentlich sehr schön, wie im Verhältnis die Mutter agiert, das Kind zeigt, die Mutter reagiert darauf, guckt nach hinten. Das heißt, wir sind in dem, was wir als Response bezeichnen, und machen das durchaus sehr, sehr intensiv. Also man merkt, es gibt eine gute Beziehung zwischen Kind und zwischen Mutter. Ich bin jetzt aber zu verstehen, ne? So, und jetzt wird die Mutter gebeten, wegzuschauen, dreht sich um, und dann soll sie ein stilles Gesicht machen. Also nicht reagieren, nicht in Response gehen, das Kind einfach nur angucken. Das Kind reagiert, das ist live, jetzt ist das kein Zusammenschnitt. Das Kind braucht gerade 1,5 Sekunden und merkt, irgendwas ist anders. Guckt die Mutter an und sagt, ey, was ist los? Hallo? Jetzt versucht es die Aufmerksamkeit, wie eben, ne? Achtung, wieder zeigen. Die Mutter reagiert aber nicht. Und das Kind ist irritiert, man wirkt, es wird motorisch unruhiger, es versucht nach der Mutter zu greifen. Es entsteht sofort eine innere Anspannung. Das Kind fängt jetzt an, die Mutter aufzufordern, klatscht in die Hände. Was man nicht hört, jetzt gerade hat es einen kreischenden Laut von sich gegeben. So ein in der Worte, Mama, ey, hallo, was ist denn los? Ne, das ist alles, es ist nicht groß zusammengeschnitten. Das Ganze dauert 120 Sekunden. Kind ist irritiert, geht jetzt ein bisschen aus dem Kontakt, ist irritiert, und man merkt jetzt, dass jetzt wir an einen Punkt kommen, wo das Kind die Situation nicht aushält, es wird unruhig, es versucht aus der Situation, es fängt an zu weinen, zu schreien, und die Mutter unterbricht jetzt die Situation und löst das Ganze auf, geht jetzt wieder in den Kontakt mit dem Kind und holt den Response wieder rein. Hat nicht fürchterlich lange gedauert. Warum zeige ich Ihnen das Ganze? Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir im Alltag regelmäßig mit genau solchen Situationen konfrontiert sind. Nämlich, die Kinder sind sehr, sehr genau in einer Beobachtungssituation mit uns, insbesondere je jünger die sind. Das heißt, alles, was wir tun, was wir fühlen, wie wir drauf sind, spiegelt sich ganz, ganz schnell beim Kind wieder. Und wenn wir aus dem Response rausgehen, das passt jetzt nicht so ganz in diesen Vortrag, aber ich reiße das nur kurz mit an. Wir wissen das seit der Erfindung des Smartphones, nicht? Seit wir junge Eltern haben, die wieder auf Partnersuche sind, weil der erste weg ist, und dann auf dem Smartphone suchen, auf den Dating-Plattformen, dann ist das in dem Moment natürlich spannender als das Kind. Und dann gucken die aufs Smartphone. Und wenn man dann diese kleinen brüllenden Kinder neben den Eltern sieht, und die Eltern sind mega angenervt, weil die sagen, ey, kann dieses Kind mal bitte still sein? Dann hat das keinen anderen Grund, als dass das Kind natürlich nie anders kann, als in die Beziehung einzusteigen, Kontakt aufzunehmen und den Response zu suchen, weil es braucht das Kind zur Entwicklung. Ja, und aus dem Kontakt rauszugehen, was wir typischerweise mit Smartphones machen, finde ich, weil sie sind ja viele Pädagogen da, einen sehr, sehr wichtigen Hinweis auf die Interaktion, wie gehen wir mit diesen Geräten um? Die sind nicht grundsätzlich schlecht, ich will die nicht verteufeln, aber gerade wenn wir mit kleinen Kindern zusammen sind, dann muss ich mir sehr gut überlegen, kann ich jetzt parallel mich um was anderes kümmern, ja, oder eben aber auch nicht. Und das Smartphone ist da relativ gefährlich, weil es unseren Fokus eben so bindet. Das aber nur so am Rande, gehört eigentlich eher in einen Beitrag Medien und Wirkung von neuen Medien auf Kinder und Eltern. Ich fand es nur so spannend, dass ich gesagt habe, nehme ich hier noch mit rein, aber wo es hier greift, ist die enorme Bedeutung von unserer eigenen Selbstwahrnehmung, auch in Bezug auf Umgang mit Krisen. Wenn ich finanzielle Sorgen habe, wenn ich mehr Streitigkeiten habe, weil man so eng zusammensitzt, und wir wissen aus Mäuseexperimenten, dass wenn ich zu viele Mäuse zusammen in einen Käfig tue, dann fressen die sich irgendwann gegenseitig auf. Und wir Menschen sind biologisch den Mäusen sehr, sehr verwandt. Und wir verhalten uns im Grunde auch ähnlich. Also wenn ich eine zu kleine Wohnung habe und Vater ist jetzt zu Hause, weil er Homeoffice hat, Na, ich habe einfach mehr Gewalt in den Familien, ich habe mehr Aggressionen in den Familien, und das kriegen die Kinder sehr, sehr genau mit und können es aber natürlich je nach Alter auch nicht gut ausdrücken und nur bedingt gut damit umgehen, wobei die Gruppe der Nicht-Jugendlichen, also unter 12, da sicherlich am gefährdetsten ist, gerade in so Krisenzeiten.
So, Schulmeinung in der Pandemie. Eigenes Thema, sehr spannend. Wir hatten schon vor Pandemiezeiten große Schwierigkeiten, das Thema Schulmeinung überhaupt zu greifen. Es gibt keine einheitlichen Datenerfassungen. Wir wissen nicht so genau, wie die Definitionen überhaupt eigentlich sind. Es gibt welche, die sind aber alle auch nicht einheitlich. Und die krankgeschriebenen Kinder erfassen wir dreimal nicht. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Heißt im Klartext, das ist nicht besser geworden. Sehr interessant für uns ist, ziemlich viel Ruhe in den Lockdown-Zeiten, logischerweise. Die Kinder sitzen zu Hause. Wir wissen aber mittlerweile, dass wenn die zu Hause sitzen, mitunter der Kontakt zur Schule bei denen nicht unbedingt besser ist. Aber wenn ich eine Trennungsangst habe, zum Beispiel, oder wenn ich eine Schulphobie habe, also sprich ein Problem in der Schule habe, weil ich vielleicht mit Matheunterricht nicht klarkomme und überfordert bin, dann ist Homeschooling erstmal eine Entlastung. Ja? So, jetzt ist aber irgendwann der Lockdown vorbei und ich habe wieder eine Präsenzpflicht. Sodass bei gefühlt bei uns hier in der Ambulanz die Wünsche für Krankmeldungen immer an dem Tag einhageln, wo die Landesregierungen entscheiden, dass die Präsenzpflicht wieder eingeführt wird. So, und da müssen wir natürlich tatsächlich gucken, wie kriegen wir das hin. Das geht nicht auf einen Rutsch. Wir haben ein paar hier, die ich jetzt tatsächlich auch krank schreiben musste, weil wir merken, wir brauchen jetzt Zeit, die wieder in die Schule zu implementieren. Und dass es wirklich, wirklich schwierig ist, dass dieses gestufte System, was wir sonst gerne auch mit den Pädagogen zusammen, mit den Eltern, manchmal auch Jugendhelfern zusammen dann entwickeln, im Moment so schlecht vorhersehbar ist, weil wir brauchen oft 2, 3 Wochen, bis das wieder läuft, manchmal länger. Und da wir im Moment so im 1 bis 2 Wochen Rhythmus arbeiten, nie so genau wissen, ist denn schon wieder Lockdown oder nicht, rutscht uns diese Gruppe gerade so ein klein bisschen dadurch. Gleichzeitig ist so, wenn die zu Hause eine gute Betreuung haben, kann man über Lockdown und Aussetzen von Präsenzzeiten durchaus zu Hause ein bisschen was überbrücken. Das hängt aber sehr, sehr von der Eigensteuerung der Kinder auch ab. Und wenn die ausschließlich die Trennungsangst alleine haben und zu Hause ganz gut betreut sind, muss das nicht zwingend schlecht sein. Ich komme gleich darauf und wir trennen dann die Spreu vom Weizen, welche Kinder denn wirklich gefährdet sind und wo die Hütte brennt und wo nicht. So, grober Überblick. Wir haben natürlich noch ein paar mehr, aber gerade Angststörungen spielen natürlich im Bereich der Pandemie eine große Rolle. Kommen wir zu den Verläufen, bevor wir zu der eigentlichen Pandemiefragen kommen. Wir haben im Grunde eine große Entwicklung von Erkrankungen zwischen dem 11. und 18. Lebensjahr, wo wir wissen, dass 3 von 4 dieser Erkrankungen bis ins Erwachsenenalter mitgenommen werden. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Fixierung, sagen wir, also eine hohe Penetranz, also die Störungsbilder bleiben, wenn man die nicht entdeckt und nichts tut, womöglich relativ lange auch dann erhalten. Und von der Prognose her wissen wir, dass das Erkrankungsalter, wenn als erste Mal das Störungsbild auftritt, ein Indikator ist für die Schwere. Man kann sich im Grunde merken, je früher eine Behandlung entsteht und je länger sie besteht, desto schlechter ist die Prognose. Gleichzeitig wissen wir, dass frühe Interventionen fast durchweg, das kann man pauschal so sagen, bessere Verläufe machen. Also dieses Zuwarten kann man tun in den ersten 6 Monaten. Wenn es anfängt, spätestens zu chronifizieren, spätestens dann sollte man aber aktiv werden und nicht sagen, ach, mal gucken und vielleicht machen wir das, wenn das Kind dann die Schule wechselt oder so. Das macht keine guten Verläufe. Wir sehen, dass langfristig, das sind sehr neue Daten übrigens jetzt vom letzten Jahr, wobei die haben das natürlich in den letzten Jahren untersucht worden, ist das vor der Pandemie, das ist nur letztes Jahr rausgekommen, dass wir eben nur bei 15% der Kinder stabile Symptome sehen. Das heißt, alle anderen wechseln die Symptome. Ich hatte das in der Einleitung auch schon, ne? Also in Fachsprache gesagt, die Häufigkeit heterotypischer Verläufe mit kategorialen Diagnosewechseln ist eher normal. Aber den Satz muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen ganz einfach gesagt, Kinder wechseln ihre Symptome. So. Dass die Kinder nicht nur ein Symptom haben, wissen wir auch schon lange. Hier ein Blick auf die mittlerweile etwas ältere MTA-Studie vom Bereich ADHS, ne, wo auch nur ein Drittel der Kinder ein reines ADHS haben, sondern wir haben 2 Drittel aller Kinder mit irgendwelchen komorbiden Störungen obendrauf. Also die haben wegen meiner ADHS und zusätzlich noch eine Angststörung oder eine Depression oder Tics oder so. So, und das alles bilden wir dann so ab, dass wir das multiaxial tun. Wenn Sie mal einen Brief sehen bei uns aus der Klinik oder von niedergelassenen Kinderpsychiatern, Psychologen, Kinder-Jugendpsychotherapeuten, bundesweit haben wir uns darauf geeinigt. Hier oben haben wir sozusagen das klinische Symptom, das wäre jetzt die Angst. Wir haben noch Intelligenz mit drin, wir gucken nach körperlichen Symptomen und wir schreiben dann neben den psychosozialen Rahmenfaktoren in der Achse 5 hier die Globalbeurteilung in der Anpassung. Und das ist sozusagen der Schweregrad, wenn man so will. Ja? Wenn eine 4 steht, dann ist Schule echt schon schwierig, bei einer 5 ist ein Kind eigentlich nicht beschulbar. Ja?
So, bei einer 1 ist nicht so wild, ja. Die meisten dümpeln so bei uns zwischen 2 und 4 rum. Das macht man mit einfachen Nummern und kommt dann ganz gut klar. Ja, und dann kam eben die Pandemie. Und wir hatten eigentlich über Nacht von jetzt auf gleich 13 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, denen die Hobbys weggebrochen sind, denen die sozialen Kontakte in der Schule weggebrochen sind, die plötzlich ihre Routine, ihre Abläufe nicht mehr hatten und die eben plötzlich zu Hause betreut werden mussten. Wir hatten Hygienemaßnahmen, es wurden Mund-Nasen-Schutz mit dum, dum, dum. So, das kam ziemlich plötzlich über Nacht. Nun muss man sagen, Blick zurück, ich habe mir die Freude gemacht, letztes Wochenende noch, habe mal ein bisschen recherchiert, was gab es denn eigentlich? Die Menschheit ist an Pandemien gewöhnt und die waren viel, viel schlimmer als das, was wir hier hatten. Das meiste allerdings waren Epidemien, die allerdings in regionalen Bereichen mit einer Sterblichkeit der Bevölkerung von bis zu 50%, zum Beispiel bei den Pocken. Das ist dramatisch. Da ist mal ein halbes Dorf eben weggestorben. Heutzutage, wo wir es behandeln können, sieht das natürlich völlig anders aus. Wir haben im Moment bei den Infizierten weltweit eine Sterblichkeit bei Covid-19 von 2,6%. Ja, das heißt, ich will das nicht verharmlosen. In heutiger Zeit ist 2,6% Sterblichkeit viel. Ja? Aber wir haben in der Zeit des Mittelalters, wo wir es schlichtweg nicht behandeln konnten, echt dramatische Entwicklungen gehabt. Die erste große Pandemie war eigentlich die spanische Grippe. Ich glaube, 4 Wellen über 4 Jahre mit wahrscheinlich 100 Millionen Toten weltweit. So, da stehen wir eigentlich heute schon besser da, aber wir sind auch vernetzt und die Wirtschaft ist auch mehr da. Und unter uns haben so richtig Pandemien keiner erlebt. Wir haben keine Erfahrung damit gehabt. Wir haben regionale Epidemien gehabt, aber wirkliche Pandemien, da fehlt uns einfach hier die Lebenserfahrung in Mitteleuropa. So, wenn man jetzt mal auf die Auswirkungen guckt, Frau Wiegand-Grebe, von der wir so heute noch was hören, die hat sich sehr schnell geäußert, sagt, naja gut, wir sehen schon, es hängt ab vom Entwicklungsalter und der Lebensphase. Wir haben es da nachher ein bisschen genauer und sie hat dann auch benannt, also, ah, es gibt schon eine ganze Reihe von Warnsymptomen, Leistungseinbrüche, Konzentration von Schlafstörungen, Ängste. Aber sie merken schon, das ist hormonspezifisch und die Frage ist, naja, was ist denn das jetzt mit der Pandemie eigentlich? Ja, weil das haben wir auch vorher schon gesehen. Die Frage ist, sehen wir das jetzt mehr oder nicht? So, das zweite ist, wann tritt so ein Symptom auf und was ist jetzt alterstypisch, was nicht? Da habe ich Sie ja schon auf ein paar Dinge mitgenommen. Grundsätzlich können Sie sich merken, alles über 6 Monate chronifiziert eher, alles unter 6 Monate nicht. Aber die entscheidende Frage ist auch, wie sehr wirkt sich das, was wir sehen an Symptomen, auf die Entwicklung aus? Ne? Also haben wir da eine Teilhabebeeinträchtigung? Behindert es die Entwicklung des Kindes? Das ist sicherlich mein Warnsignal. Und gucken Sie, ob es eine Veränderung gegeben hat zum Vorjahr. Also was uns interessiert, sind die Brüche. Wenn Sie jemanden haben, der sagt, ich kann seit 20 Jahren schlecht schlafen, jetzt bin ich 21 Jahre alt, dann würde ich sagen, naja gut. Wenn ich aber jemanden habe, der sagt, ich habe immer gut schlafen können und seit 3 Monaten kann ich mich nicht mehr konzentrieren und ich kann jetzt nicht mehr schlafen und ich habe jetzt Albträume und, dann habe ich einen Bruch, wo wahrscheinlich irgendetwas passiert ist. Und das sehen wir natürlich im Bereich von Pandemie mittlerweile häufig. Wir haben dann zum Jahreswechsel November, Dezember die ersten eigentlich gut verlässlichen Studien bekommen. Größenordnung Indien, weil wir da sehr frühe, sehr starke Ausbrüche hatten mit Italien und Spanien. Die Daten sind relativ einheitlich. Was wir dort sehen, ist, dass die Kinder sich durchaus belastet fühlen, angepasst sind. Sie berichten über Trauergefühle, einige von traumatischen Erfahrungen auch. Viele fühlen sich isoliert, auch teilweise stigmatisiert. Und 2 Drittel aller Kinder gibt an, größere Sorgen zu haben als vor der Pandemie. Wenn man das mal mit Zahlen hinterlegt, hier mal noch aus 2 Studien, wo die Kinder gesagt haben, unter Pandemiebedingungen fühle ich mich zu 76% unaufmerksam, kann mich nicht mehr so gut konzentrieren wie vorne. Und 52% haben aber nachvollziehbar auch gesagt, ich fühle mich langweiliger und bin gelangweilt. So, hier mal so eine Gesamtübersicht für die, die es später mal lesen wollen, was die noch alle so abgefragt haben zum Vorher, nachher. Das aber mit Blick auf Italien und Spanien. Ich glaube aber, dass die Daten grob auch auf Deutschland übertragbar wären. Was wir dann gesehen haben, relativ neu veröffentlicht im Dezember im Ärzteblatt, war eine Untersuchung aus München, wo wir gesehen haben, dass es eine sehr enge Korrelation gibt zwischen Pandemie, Lockdown und Gewichtszunahme. Und die haben aber gleichzeitig gesagt, die haben nicht nur gesehen, dass das Risiko der Gewichtszunahme um das 2,5-fache steigt im Verhältnis, sondern haben sehr klaren Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status gesehen. Also je mehr Kultur,
Variabilität mir in der Familie zur Verfügung steht, je höher der Bildungsgrad ist, mal so ganz grob. Das wussten wir uns schon vor der Pandemie, je geringer das Adipositas-Risiko. Gleichzeitig ist es so, dass die Kinder in den Untersuchungen gezeigt haben, dass der Lebensstil sich geändert hat. Das heißt, ein Fünftel der Kinder treiben keinen Sport mehr, ein Drittel isst aber mehr Süßigkeiten. Kann ich auch mal aus meiner eigenen Familie bestätigen, der Konsum von Chips hat mit dem Lockdown signifikant zugenommen. Das ist aber nicht valide, weil nur ein Einzelbeispiel. Aber die haben hier dann Größenordnung von mehreren 1000 befragt und dann ist es aussagekräftig. Aber ich kann es nur so sagen. Die Geschichte mit mehr Medienkonsum, ja, sehe ich hier auch, finde ich aber vielleicht nicht so hochdramatisch, weil wir natürlich auch unter Lockdown-Bedingungen die sozialen Kontakte halten müssen, weil wir eben das Homeschooling haben. Da finde ich es dann physiologisch. Aber vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Veranstaltung zum Thema Medienabhängigkeit, dass man gucken kann, wo fängt es da an, gefährlich zu werden und wo nicht. Aber grundsätzlich ist mehr Konsum nicht gleich ein Ansatz für, wir werden jetzt auch alle abhängig. So. Aber das Lockdown-Adipositas-Risiko bietet, das hatte ich erst so nicht auf dem Schirm und als ich dann gelesen habe, habe ich gedacht, naja, gut, okay. So, auch sehr interessant ist, Risiko für Eltern ins Burnout zu rutschen. Auch dazu gibt es relativ klare Daten. Leuchtet im Nachhinein ein, sagt man, ach ja, klar, hätten wir auch vorher gewusst, aber ich fasse es nochmal auf. Also alleinerziehende Eltern mit jungen Kindern und vielen Kindern. Wenn dazu womöglich noch kommt, dass die Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, dann haben wir die Risikofaktoren zusammen. Das ist eigentlich auch nichts, was uns jetzt tatsächlich verwundert, aber letztlich haben wir es jetzt nochmal bestätigt, auch in einer relativ aktuellen Untersuchung hier aus Italien aus dem letzten Jahr. So, wir in Deutschland waren ein bisschen dünn dabei, haben aber eine sehr, sehr gute Studie in Deutschland, das ist die COPSI-Studie. Die ist deswegen sehr elegant, haben die Hamburger für uns gebastelt in den ersten Quartalen jetzt von Mai bis Juni in 2020. Die ist deswegen elegant, weil sie sich orientiert an der Bella-Studie und das ist die Grundlage für den Kick-Survey. Das heißt, wir haben tatsächlich hier die einmalige Möglichkeit, sehr gute, sehr breite Daten aus Deutschland zu sehen und die zu vergleichen mit Vor-Pandemie-Status. Das finde ich ausgesprochen wertvoll. Sie müssen allerdings dazu wissen, das Ganze ist gelaufen als Online-Befragung und da haben sie immer eine gewisse Selektion drin, ne? Wenn sie nicht vor Ort sind und wenn sie nicht mit den Kindern reden. Aber die zweite Welle des Kick-Surveys ist auch per Online gelaufen, deswegen finde ich das durchaus in Ordnung und dann kann man das so vergleichen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, sind die Daten sehr ähnlich im Vergleich zu denen aus Italien und Spanien, nämlich 71% der Kinder und 75% der Eltern fühlen sich unter der Pandemie belastet. Wir haben eine Verschlechterung des Gesundheitsverhaltens und auch hier so sozial benachteiligte Kinder erleben die Belastung besonders stark. Das heißt, wir haben einen Anstieg von 20,4 auf 33,2%. Und wenn man sich die Anzahl der psychischen Auffälligkeiten anschaut, da haben wir bei den 17,6, das sind die knapp 20%, von denen ich gesprochen habe, vor der Pandemie sind wir jetzt hoch auf 30,4. Das heißt, grob gesehen haben wir im Moment 12% mehr Kinder mit psychischen Auffälligkeiten als vor der Pandemie. Wobei wir auch dazu sagen müssen, dass die Dauer des Lockdowns und Dauer der Pandemie einen Einfluss darauf hat. Und Achtung, nicht bei allen Kindern, sondern nur bei diesem Drittel, von dem ich gesprochen habe. Das heißt, die Kinder, die vorher schon gute Ressourcen und gute Resilienzen hatten, gute Betreuungsbedingungen und gebildete Eltern und vielleicht auch keine wirtschaftlichen Probleme, die kommen da ziemlich gut durch. Und die würden wahrscheinlich auch 2 Jahre Lockdown und Pandemie ganz gut aushalten. Aber die Kinder, die sich vorher schon schwer getan haben, tun sich noch schwerer. Und die, die auf der Kippe gestanden haben, die rutschen uns da rein. Und dann sehen wir eben, dass die generalisierten Ängste zum Beispiel zunehmen. Davon haben wir mit gerechnet. Was mich erstaunt hat, ist, dass die depressiven Symptome keine Unterschiede gezeigt haben. Da muss man sich die Studie nochmal genauer angucken, wie das kommt und woran das womöglich liegt. Dazu, also grundsätzlich weiß ich, dass die Bella-Studie und auch die COPSI-Studie nicht klassisch Depression untersucht, wie wir das in den Psychiatrien tun, sondern die Fragen nach Befindlichkeit. Und das ist hoch subjektiv. Und deswegen kriegen wir das natürlich in der COPSI- und Bella-Studie nicht ganz, ganz so genau raus, als wenn wir das unter klinischen Bedingungen untersuchen. Häusliche Gewalt war auch ein Thema. Es gibt leider keine wirklich guten bundesweiten Zahlen. Aber sehr interessant ist, wir haben immer schon Hotspot in Berlin gehabt zum Thema häusliche Gewalt. Ich habe da mal reingeguckt. Die Berliner sagen, sie haben eine Zunahme von 2,2 auf 6,4% in Summe gesehen, haben eine Zunahme von Kindesmisshandlung um plus 32% gesehen. Das kann man sicherlich nicht hochbrechen auf die Bundesrepublik, aber grundsätzlich scheint sich dieser Eindruck zu bestätigen. Mehr Familien zu Hause mit weniger Aufsicht ist mehr Gewalt. Sehr interessant ist, dass wir zumindest zu Beginn eine Abnahme der angezeigten Gewalt gegenüber Kindern von minus 4,6% haben. Und das wird damit erklärt, dass die
Naja, die Pädagogen fehlen, ne? Also wir haben jetzt die Lehrer nicht in den Schulen, wir haben die Gruppen nicht, die Nachmittagsgruppen, die Therapien und. Dadurch, dass einfach so viel weniger stattfindet, fällt eben auch nicht so fürchterlich viel auf. Und dann gibt es womöglich erstmal auch weniger Anzeigen. Wir können aber relativ sicher davon ausgehen, dass, ich habe das in Anführungsstrichen gesetzt, dass es eine Zunahme der häuslichen Gewalt gibt und dass wir eben weniger Zugriff tatsächlich auf die Kinder haben und es einfach nicht ganz so auffällt. Es läuft jetzt im Moment eine Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamtes zur häuslichen Gewalt. Es werden allein hier in Niedersachsen 40.000 Bürgerinnen und Bürger angeschrieben. Da können Sie mal die Augen und Ohren aufhalten. Da gibt es dann bestimmt eine Veröffentlichung dazu, wenn das dann steht, was da sich tut. Wenn man sich die Zunahme anguckt der Behandlung, da hat man das Gefühl, oh, die nehmen jetzt dramatisch zu. Das liegt aber sicherlich nicht daran, dass die Kinder kränker werden alleine. Das ist schon so, dass wir mehr psychische Störungen sehen über die Jahre, vielleicht durch Belastungen, vielleicht durch andere Anforderungen. Wir wissen es nicht so ganz genau. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Versorgungsstruktur besser geworden ist. Wir haben tatsächlich immer mehr Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, die sich niederlassen, was ja eigentlich auch gewünscht ist. Und das erklärt diesen Effekt. Demnach müssten wir aber eigentlich bei knapp 5% landen in diesem Jahr, also im letzten Jahr, und nicht bei 6%, wie es real der Fall ist. Das heißt, da ist offensichtlich auch eine reale Zunahme, weil die Praxen alle ausgelastet sind. Und sie kriegen natürlich, was den Bedarf angeht, nicht die Kinder, die alle behandelt werden müssen, auch in diese Praxen und in die Kliniken rein und in die Ambulanzen, sondern sie können immer nur einen Teil davon behandeln. Das sind vielleicht 10, 20%, aber mehr auf keinen Fall, weil wir einfach die Kapazitäten gar nicht hätten für alle. So. Von daher muss man diese Daten mit Vorsicht lesen. So, also, wer ist gefährdet in der Pandemie? Das sind in erster Linie die Kinder, die sich schlecht selbst organisieren können, die einen höheren Betreuungsaufwand haben und dann aber in der Familie dieser Betreuungsaufwand nicht geleistet werden kann. Dazu kommen womöglich noch Belastungen bei den Eltern, gerade wenn die mal selber krank sind. Das heißt, die Ressourcen der Familie und der Bildungsgrad der Familie entscheidet letztlich auch über den Verlauf der Kinder in der Pandemie. Und wenn wir das wissen und wenn Sie die Daten von eben, Wasserkopfi-Studie und von Italienern nochmal sich vor Augen führen, dann ist es eigentlich relativ leicht für uns, die Risikogruppen rauszufinden und vielleicht auf die zuzugehen und denen Angebote zu machen. Ja, wir wissen natürlich, ne, Thema Vulnerabilität und Gegenregulation, also wie beeinflusst sich das? Das wissen wir alles schon. Das ist vorher auch schon bekannt, hier aus der Traumaforschung. Aber wenn wir uns das nochmal bewusst machen und sagen, wer hat eigentlich gute Ressourcen und kommt durch die Pandemie? Wer hat ein gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit? Wer hat ein gutes Selbstvertrauen? Und wer hat das Gefühl, ich werde das schon schaffen und die emotionale Intelligenz ist vernünftig, können wir da so also schlecht messen. Dann kann ich da relativ entspannt bleiben, dann kommen die da auch durch und es werden nicht alle Kinder krank. Definitiv nicht und auch nicht, wenn eine Pandemie länger dauert als 2 Jahre. So. Aber die Risikogruppen, die sind das Problem und die Frage ist, ob die tatsächlich auch ausreichend Hilfe aufsuchen und die uns nicht durch die Lappen gehen. So. Heißt, wir können, wenn wir uns nach Ansätzen umschauen, natürlich Selbstreflexion üben und um uns selber kümmern und schauen, wie sind wir eigentlich als Vorbild aufgestellt. Aber wichtig ist, dass wir die Lücken bei den Familien, die es tatsächlich nicht schaffen, versuchen abzufedern. Würde für mich bedeuten, dass wir mehr gucken sollten auf die familiären Ressourcen, auf die Nachbarschaftsressourcen. Wir denken immer so schnell an die institutionellen Hilfen. Die dauern ziemlich lange, bis die endlich kommen. Die nutzen wir jetzt im Bereich von Pandemie auch, dass man mal die Jugendhilfe anspricht, dass man Familienhelfer, Beistandschaften beantragt. Wenn man Glück hat, kriegt man die auch innerhalb eines halben Jahres. Aber da ist der Markt relativ dünn und dann dauert das eben einfach so fürchterlich lange. Deswegen würde ich immer mehrgleisig fahren. Und was wir häufig, sagen wir mal, häufig kann man den Familien auch Instrumente an die Hand geben, die eigenen Stärken und Ressourcen zu entdecken. Ich habe Thema Familienrat mal aufgeschrieben, wo man wirklich sagt, Mensch, jetzt trommelt mal Oma, Opa und Tanten zusammen. Ihr habt jetzt eine Krise, es ist eine schwierige Situation. Sucht mal nach Lösungen, wie ihr damit umgehen könnt. Vielleicht hat die Tante noch eine Idee, was sagt der Opa? Und es ist tatsächlich so, wenn wir das hier tun, wir machen gerne runde Tische, das geht auch digital prima. Kriegen wir oft ganz, ganz tolle Ansätze, wo die Tante eine Idee hat, damit ich könnte hier unterstützen und ach, bei uns ist die Nachbarin, die Schülerin, die kann noch vielleicht die Nachhilfe machen und dann zoffen die Eltern nicht so viel, wenn im Homeschooling dann die Hausaufgaben kontrolliert werden müssen und wir machen ein Outsourcing und das kostet mich nur 4 € oder 5 €, weil die macht das eigentlich umsonst, dann kriegt sie ein Taschengeld oder so. Viele Unternehmen bieten Unterstützung an. Wir im Haus haben Talingo, das stellen wir den Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung, greift für die ganze Familie als Beratung in Krisen. Aber wie gesagt, ansonsten kann man ja schon auch noch institutionelle Hilfen starten.
Also, gucken wir auf das Jahr 2021. Welche Ausgangslage haben wir heute? Wir haben eine moderate Verschlechterung, aber positiv gesprochen, 70% schaffen die Situation in der Pandemie immer noch ziemlich vernünftig. Bei denen, die sich schwer tun, sehen wir aber, dass die, die sich vorher schon schwer getan haben, jetzt noch schwerer tun. Und da müssen wir sicherlich noch mal ein Auge drauf haben, was für mich auch, was das Thema Beschulung und Sonderregelung und Betreuung ein wenig betrifft. Nämlich, vielleicht sollten wir diese Notbetreuung weniger nach rein Begriffen wie Systemrelevanz und so steuern, sondern das, was die Kinder, die wir hier sehen, in der Ambulanz brauchen, ist eigentlich ein Screening, wo ich schaue, wie viele Ressourcen, wie viele Resilienzen haben die, wie ist der Betreuungsbedarf des Kindes und wie viele Ressourcen hat die Familie. Und aus diesen drei Punkten kann ich relativ gut benennen, ob das Kind vor die Hunde geht oder nicht. Und dann kann ich der Schule oder wem auch immer sagen, bitte das Kind in die Betreuung nehmen, weil das Kind zu Hause das, was es eigentlich braucht, nicht bekommt und die Eltern packen es nicht. Die sind engagiert, die sind motiviert, die machen das super. Aber dieses Kind braucht eben 3 Stunden mehr als alle anderen Kinder im Durchschnitt. Und dann schaffen es die Eltern eben nicht. So, gleichzeitig müssen viele Eltern auch den Familienerwerb irgendwie hinkriegen. Die müssen Geld reinholen, damit sie nicht hungern. Geht ja nicht nur um Urlaub, geht ja auch darum, die Miete bezahlen zu müssen. Und wenn ich arbeite, kann ich das Kind nicht betreuen. Und wenn ich dauerhaft in der Kinderbetreuung hänge und meine Arbeit reduzieren muss, habe ich ein geringeres Gehalt. Wenn ich ein geringeres Gehalt habe, nehmen die Konflikte in der Familie wieder zu. Also der Kreis schließt sich. Deswegen wäre es durchaus wichtig, ja, ich kann diese Diskussion nur bedingt nachvollziehen. Ne? Die Kinder haben Recht auf Lernen, ja. Aber ob ich jetzt ein Jahr mal Unterricht habe oder nicht, wir sind doch in einer sehr dünnen Datenlage. Keiner weiß so ganz genau, wie evident unser Schulsystem mit der Pädagogik, was wir jetzt im Moment machen, denn real überhaupt ist. Und ob ich jetzt ein Jahr weniger oder mehr Schule habe, ich glaube, das macht nicht so fürchterlich viel aus. Das, was tatsächlich was ausmacht, ist diese Bindungsebene, ist das Scheitern in der emotionalen Entwicklung. Und wenn ich jetzt Kinder sehe, die, ich sage es mal auf den Punkt, psychiatrische Störungen entwickeln, weil sie im Lockdown nämlich nichts machen und die E-Mails auch nicht öffnen und schon gar nicht gebacken kriegen, alleine eigenverantwortlich wie ein Gymnasiast die Sachen für sich runterzuarbeiten und dann nachmittags zu sagen, oh Mama, schön, dass du von der Arbeit kommst, mach mal eben Korrektur, hier sind meine Aufgaben. Ne? Das kriegen unsere ADHSler nicht hin, das kriegen unsere Bindungsproblemkinder nicht hin und. Also eine große Gruppe an Kindern, unabhängig von ihrem emotionalen Entwicklungsalter, die tatsächlich erheblich darunter leiden, dass sie nicht betreut werden. Da geht es aber nicht allein um Bildung. Ja? Bildung macht ganz viele andere Sachen. Reduktion von Kriminalität, das wissen wir. Verbesserung der Einkommenssituation im Alter, Geringerung der Erkrankungsraten. Also wir haben eine höhere soziale Gesundheit und auch die Überlebensquote erhöht sich bei zunehmendem Bildungsgrad. Das sind Effekte, die wir von Bildung wissen. Wobei man nie so genau weiß, wie denn Bildung dann definiert ist und wie macht man es denn und hat Hattie nun recht oder nicht. Aber da kennen Sie sich jetzt besser aus in der Pädagogik. So, jetzt komme ich gleich zum Ende, bevor Frau Heimes nervös wird, die nämlich schon auf die Uhr guckt. Wenn wir also jetzt noch gucken, was es an Hilfen drumherum gibt, das werfe ich Ihnen noch ebenso rüber. Ich war in der Vorbereitung echt überrascht. Ich kannte tatsächlich selber auch nicht alle. Da war ich wirklich überrascht. Sie finden das Ganze eigentlich beim Bundesministerium für Familie. Da gibt es diese ganzen Links. Sie können sich da alles runterladen: Zugänge, Telefonnummern, sonst wie. Ich habe Ihnen das hier mal zusammenkopiert. Das Erste, was es gibt, ist ein individuelles Online-Beratungsprogramm. Sieht so aus, ne? Kriegen Sie dann über die Internetadresse oder es gibt eine Jugendnot-Mail, wo Kinder und Jugendliche bis 19 sich speziell dran wenden können. Das sieht dann so aus mit sehr, sehr differenzierten Angeboten, mit Online-Chats. Es gibt Foren, also viele Möglichkeiten, aber auch das die Frage, wer nimmt das in Anspruch? Ne? Der lernbehinderte Hauptschüler wird sich da sehr schwer tun, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass es so Angebote gibt. Dann haben wir noch das Projekt Pausentaste. Eine Hilfe für Kinder und Jugendliche, die pflegebedürftige Angehörige zu Hause haben. Ne? Das ist vielleicht ein Kind mit einer Muskeldystrophie, was im Rollstuhl sitzt und das ist aber selber dann mit betroffen, weil das sich auch auf die Familie so auswirkt und. Sind übrigens, habe ich, steht dabei, wusste ich selber nicht, muss ich gestehen, fast 500.000 Kinder und Jugendliche allein in Deutschland, die sich um chronische Familienangehörige mit kümmern müssen. So, dann haben wir noch die Telefonseelsorge, alt erprobt, wieder mit Nummern rund um die Uhr erreichbar. Und dann gibt es noch dieses Projekt Stärker als Gewalt, haben wir ja auch über diese Dinger rumhängen mit so Abreißzettelchen, wo man sich sowohl per E-Mail als auch per Telefon melden kann, wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt irgendeine Situation, die, naja, sagen wir mal,
Gewalt in der Familie beim Nachbarn, so das typische Beispiel, ne? Oder vielleicht auch bei mir selber. Und ich weiß nicht, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und soll ich jetzt lieber was sagen oder nicht? Und ach, ist doch eigentlich deren Sache? Oder hole ich mir Hilfe? Da kann ich mich sehr niederschwellig beraten lassen. Das ist eigentlich sehr schön gemacht. Dann es gibt auch noch den Tipp im Chat von der Erziehungsberatungsstelle in Holzminden, die in Präsenz sogar Beratung macht. Genau, ich bin jetzt etwas. Danke für den Tipp. Entschuldigung, jetzt war ich gerade etwas überregional unterwegs. Genau. Also regional haben wir natürlich ganz viel. Ne? Was macht das Frauenhaus im Moment? Wird auch gebaut. Also wir sind im Landkreis gut aufgestellt, muss ich mal dazu sagen. Ne? So. Ja, danke für den Hinweis, Frau Heinz, Sie haben recht. Mia culpa, jetzt haben Sie einen gut. Ja, noch hier, dann haben wir Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und gegen sexuellen Missbrauch. So, ich gehe zu, der Vortrag war jetzt ein bisschen überregional aufgebaut und nicht auf den Landkreis Holzminden zugeschnitzt, aber Sie haben vollkommen recht, also die regionalen Angebote, Beratungsstellen und. Also da sind wir tatsächlich ziemlich gut aufgestellt. Und die Netzwerke funktionieren auch gut in Niedersachsen, ist mein Eindruck. Also es gibt viele Schnittmengen, was wir übrigens auch hier in der täglichen Arbeit merken. So, da will ich Sie jetzt aber nicht mit langweilen. Jetzt gucke ich mal gerade in die Runde.